Duisburg gegen den FC Viktoria Köln. Neben mir darf ich begrüßen Hagen Schmidt und zu meiner Rechten Olaf Janssen von Viktoria Köln. Dich darf ich dann auch um das erste Statement zum Spiel bitten. Ja, sehr gerne. Erstmal, Hagen, herzlichen Glückwunsch zum Sieg. Von mir zum Spiel muss ich sagen, dass ich, wenn ich mal fast alle Parameter nehme, total zufrieden bin, wie wir im Wedau-Stadion aufgetreten sind, vor sicherlich Zuschauern, die von ihrer Mannschaft absoluten Sieg erwartet haben, glaube ich, dass wir eine Menge an Spielanteilen hatten, unser Spielplan aufgegangen ist, die Jungs sich Torschancen rausgespielt haben, wir extremst wenig zugelassen haben und in der Pause natürlich eigentlich ärgerlich waren, dass wir eben nicht Tore erzielt haben. In der zweiten Halbzeit fand ich, war es noch besser von Anfang an. Einfach sehr gut strukturiert aufgebaut. Duisburg hat versucht, aber man merkte schon, dass sie langsam müde werden, weil die Jungs natürlich vorne extrem viel laufen mussten beim Anlaufen bei unserem Spiel. Und dann haben wir eben diese Torschancen nicht genutzt. Ich glaube, war eine 1000-prozentige dabei, aber so ist es halt. Das muss man halt hinnehmen. Und dann bekommen wir dann mit einem leichten Ballverlust, was aber kein Problem ist, aber glaube ich mit dem Tor des Monats das 1-0. Und dann bin ich eigentlich auch schon bei dem Kritikpunkt meiner Mannschaft, weil das hat sie dann einfach getroffen. Ich meine, das ist menschlich, das verstehe ich auch. Aber es hat sie halt so getroffen, weil wir das Spiel halt so im Griff hatten, dass wir danach so 4-5 Minuten hatten, wo wir dann einfach so ein bisschen konfus waren. Und dann fällt das 2-0 in dieser Zeit. Und das war natürlich ein Break in diesem Spiel. Das hat man natürlich meiner Mannschaft angemerkt, dass, wie gesagt, da bin ich auch nicht böse. Das ist total verständlich, wenn man so ein Spiel macht. Das, wo ich halt nicht mit einverstanden bin, war einfach nach dem 0-1, auch wenn es noch so weh tut. Da muss ich klar den Kopf behalten. Da waren noch 20 Minuten zu spielen. Also ein 1-0 ist noch kein Weltuntergang, aber mit dem 2-0 war das Spiel dann eingetütet, weil wir dann natürlich einfach zu frustriert und enttäuscht waren, dann zwei Tore Rückstand dann nochmal aufzuholen. Vielen Dank. Vielen Dank, dann darf ich an dich, Hagen, weitergeben. Ja, danke erstmal, Olaf, für die Glückwünsche. Wir sind erstmal heute total happy, dass wir das Spiel für uns entscheiden konnten. Ich denke, dass wir schon einen tüchtig Druck auf dem Kessel hatten heute, um da auch die 3 Punkte mitzunehmen. Und ich denke, das hat man in Phasen des Spiels auch, solange es vor allen Dingen 0-0 stand, auch immer ein Stück weit gespürt. Und das ist, wie Olaf schon sagt, denke ich, auch menschlich. Trotzdem denke ich, dass wir in der ersten Halbzeit ein ausgeglichenes Spiel gesehen haben mit guten Phasen für uns, mit guten Phasen für Viktoria. Und da, glaube ich, auch ohne große Torchancen auf beiden Seiten, wir dann mit einem 0-0 in die Halbzeit gegangen sind. Dann sicherlich nach der Halbzeit Viktoria eine Phase hatte vor unseren Auswechslungen, wo du schon das Gefühl hast, hier muss jetzt was passieren. Der ein oder andere konnte den Weg nicht mehr ganz so gehen. Deswegen haben wir dann einen Dreifachwechsel vorgenommen. Und die Jungs haben das dann super umgesetzt, die reingekommen sind. Haben da, glaube ich, nochmal frischen Wind reingebracht. Und mit dem Führungstor hast du dann das Stadion auf die Seite gebracht. Die haben uns dann, denke ich, auch durch die letzten 20 Minuten getragen. Und mit dem 2-0 hatten wir dann schon so ein bisschen schon die Kontrolle, haben sicherlich dem Gegner den Ball überlassen, aber unterm Strich ist eigentlich hinten raus nichts mehr passiert. Und von daher Kompliment an die Jungs heute. Ich finde, unter den Rahmenbedingungen, mit dem Ganzen, was dort erwartet wird und was im Abstiegskampf gefragt ist, denke ich, haben wir heute trotzdem eine saubere Leistung auf den Platz gebracht. Und mit dem 2-0 da am Ende vielleicht glücklich, aber verdient für mich trotzdem gewonnen. Vielen Dank, Hagen. Gibt es dann Fragen aus der Runde an einen der beiden Trainer? Ja, Dirk Retzlaff. Ja, Herr Schmidt, Sie haben den Sieg eingewechselt. Sie haben beide Torschützen eingewechselt. Jetzt loben Sie die doch bitte mal. Ja, also ich habe nicht den Sieg eingewechselt, sondern die Jungs haben den Sieg erzielt. Und deswegen Kompliment an die Jungs. Ich als Trainer kann ja nicht viel machen, ich schieße ja die Tore nicht. Und sie haben die Chance bekommen und haben die Chance genutzt. Und Ala hat es ja schon am Mittwoch gezeigt. Und jetzt hat er nochmal Leistung sprechen lassen. Und das ist die Sprache, die ich verstehe als Trainer. Leistung. Und von daher
bin ich sehr zufrieden mit der Reaktion von denen, die reingekommen sind. Und ich denke, im Abstiegskampf ist es auch, oder generell ist es immer sehr, sehr wichtig, eine gute Bank zu haben. Und ich denke, heute war auch so ein bisschen die Stunde der jungen Spieler. Und das freut mich insbesondere für die Jungs. Und von daher alles gut und Kompliment an die Jungen. Die Dinge haben sich jetzt in der Liga gedreht. Sie haben ein kleines Polster sich jetzt erspielen können. Worauf kommt es jetzt in den letzten Spielen an? Ja, wir werden es nicht einlullen lassen. Nach wie vor ist für uns Abstiegskampf dort oder steht für uns ganz, ganz oben. Und wir fokussieren uns ab Dienstag auf die nächste Partie. Und von daher, wir gucken von Partie zu Partie, wollen Punkte sammeln, dass wir da nicht irgendwo nochmal vielleicht tiefer da unten reinrutschen. Bitte. Gibt es dann für den Moment weitere Fragen? Ja, Jochen Knutzer. Erstmal herzlichen Glückwunsch. Danke. Und die Frage danach, zum Ende des Spiels musste Alabakir dann behandelt werden, ausgewechselt worden, humpelte, soweit ich das aus der Entfernung sehen konnte, das Knie geeist. Wissen Sie da schon mehr? Nein, das wissen wir nicht. Aber ich denke mal, er wollte sich nur seinen Applaus abholen und deswegen hat er sich auswechseln lassen. Und von daher haben wir ihm den Gefallen getan und gut ist. Nehmen wir so hin. Schönes Wochenende. Danke, ebenso. So, dann scheint es für den Moment keine weiteren Fragen zu geben. Dann vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Den Gästen aus Köln guten Heimweg und dann noch ein schönes Wochenende. Bis dann. Schönes Wochenende an alle. Danke. Ciao.